In diesem Winter war ich so fleißig. Ich bin nicht nur jedes Wochenende, als auch unter der Woche auf verschiedene Christkindlmärkte gegangen und habe viele Ausflüge unternommen. Meist Tagesausflüge in andere Städte, aber nicht so weit weg von München. Es war Sonntag, das heißt, man muss am nächsten Tag arbeiten. Deshalb haben wir uns auch entschlossen, nach Landsberg am Lech zu fahren, um den Christkindmarkt zu besuchen. Landsberg am Lech ist kein sehr vertrauter Name, oder? Aber die Stadt ist mir bekannt vorgekommen. Es ist eine kleine Stadt, so süß wie andere deutsche Städte, die ich schon besucht habe. Sie liegt westlich von München und südlich von Augsburg und gehört zum Regierungsbezirk Oberbayern. Gleichzeitig ist die Stadt das Grenzland zwischen Altbayern und Schwaben. Der Name kommt offensichtlich vom Fluss Lech. Es ist zu unnötige Info, aber die Freundin eines koreanischen Rappers ist von hier aus in der Nähe. Ihr habt das irgendwie gewusst. Übrigens hat diese Stadt weniger als 30.000 Einwohner, was bedeutet, dass sie so groß wie ein Dong in Korea ist. Bei einem Weihnachtsbesuch dreht sich alles um Essen und Trinken. Man sollte die Gelegenheit nicht verpassen. So machen wir quasi Mukbang auf dem Christkindlmarkt. Wer sie nicht kennt, was Mukbang ist, eigentlich ist Mukbang ein koreanischer Begriff, wörtlich übersetzt Essenssendung. Also die Livestream-Videos, die zeigen, wie eine Person riesige Portionen isst. Aber in einer erweiterten Bedeutung kann man es auch als Mukbang bezeichnen, wenn es bei der Aktivität nur ums Essen geht oder man wie ein Marathon sich von einem Essen zum nächsten durchfüttert und nichts anderes macht. In diesem Fall kann ich sagen, es ist ein Christkindlmarkt-Mukbang. Erst eine Bratwurst in der Semmel. Geworben wird damit, dass sie scharf ist, aber für mich ist sie maximal leicht pikant. Danach hatten wir Schupfnudeln mit Sauerkraut. Das ist typisch für Weihnachtsmärkte in dieser Region, also im Süden. Reibadachi und Apfelküchli mit Apfelmus. Reibadachi ist so ziemlich dasselbe wie die Kamjajang. Man braucht nur Sojasauce dazu. Apfelküchli sieht wie ein Donut aus, aber innen drin verwechselt sich eine Scheibe Apfel. Mini-Pfannkuchen erinnert mich an die Herstellung von Bungeoppang in Korea. Nun, das ist auch einer der beliebtesten Winter-Street-Snacks in Korea. Bei uns hat es süße rote Bohnenpaste drin und das hier hat Nutella drauf. Ein Marmeladen-Probiertisch hier. Flammbrot. Man sagt, es ist eine Mischung aus Flammkuchen und Pizza. Aber ehrlich gesagt, mir scheinen die beiden wie Pizzas, weil in Korea sind die Flammkuchen als Thin Pizza bekannt. Dann ist das Flammbrot eine Middle Thin Pizza. Weiß nicht. Naja, sagen wir, es ist eine Art Pizzabrot. Wir haben auch einen Glühwein bestellt, aber ohne Schuss. Ich habe noch gar nicht gewusst, dass es auch weißen Glühwein gibt. Es heißt heißer Bischof. Interessant. Wir sind schon mega voll, aber das ist wirklich das Letzte. Baumstritzel. Ich habe es zum ersten Mal in Prag probiert. Also dachte ich, es sei eine tschechische Sache, aber es kommt aus Ungarn. Ich denke, Christkindlmärkte sind eine gute Ausrede für einen kurzen Ausflug und sich durch Unmengen leckere Snacks zu essen. Findet ihr nicht?